Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Craftooth Exile Modpack. Jo, wir sind hier in einem ziemlich kleinen, lichten Urwald, also Dschungel, und waren in dieser Ruine, also dieser Pyramide genau. Jo, und jetzt erkunden wir mehr. Es geht ziemlich gut. Ich habe noch etwas nicht gezeigt und das ist der passive Skill Tree. Der ist natürlich nicht so groß wie in Path of Exile, aber es gibt ein paar Punkte, die ziemlich cool sind. Also für Summons jetzt erstmal müssen wir ein paar Sachen holen. Zum Beispiel hier und da oben auch. Ich möchte so schnell wie möglich eigentlich zu einem, der mehr Summons macht, genau hier, hochgehen. Also müssen wir mal, denke ich, machen wir Schild. Geht das noch nicht? Ah, ich habe es jetzt gemeldet, okay. Machen wir Schild, machen wir Mana-Recken zuerst. Und dann holen wir noch ein bisschen Damage. Und das können wir erst das nächste Mal. Gut, also ist jetzt irgendwie gemacht. Ist das jetzt... Oh, wir haben mehr Skill-Ding. Intelligenz bekommen, so. Nenne ich das das hier. Ja, es ist aktiviert sozusagen. Gut, was haben wir denn noch zu machen? Wir könnten noch mehr Brot machen. Und ich lasse das erstmal für die Kühe. Wir müssen so langsam Holz fällen. Machen wir doch mal ein Holz draus. Kurz mal schauen, die Taste haben. Ein Boot machen wir mal kurz. Wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Wieder rüber gehen zum Turm. Den Turm machen. Und jetzt müssen wir einfach ein bisschen Sticks noch haben. So. Auswischen. Gut, also ein paar Dinger. Zäune haben wir. Und ja, jetzt machen wir da mal so das Gehege. Oh. Okay, ist ein bisschen höher. Das Ding. So. Reicht das, wenn wir hier. Ja, ist eigentlich noch genügend. Wir könnten es noch größer machen, aber das erste Mal kleiner lassen. Machen wir das ungefähr so für die Kühe. Wir brauchen ja ein bisschen Platz. Wir wollen ja auch an Essen kommen und an Leder und so. Und wenn wir dann ein bisschen mehr Holz haben, können wir das Gehege größer machen. So, jetzt muss ich nur noch ein bisschen aufmachen hier. So. Und wo haben wir das Weizen wieder reingelegt? Oh. Okay. Macht jetzt wieder ein neues Nest hier. Die sind ein bisschen nervig, die Blattschneider-Ameisen, aber gut. Solange sie eben nicht angreifen oder so, ist das normal. Gut. In Ordnung. Ja. Hast du irgendwo nochmals ein Ding? Wo sind die Kühe hin? Sind die weitergezogen? Hallo Kühe. Da ist eine Kuh. Zwei schwarze scheinbar. Was ist denn das für ein Kaktus hier? Aura-Kaktus. Okay, nice. Also zwei... zwei dunkle Kühe, graue, ja, schwarze Kühe. Und hier ist noch eine andere Kuh. Eine gefleckte. Ah, da ist nochmals. Okay. Ja, eben, die tun sonst alles fressen, die ganzen Blätter fressen. Die sollte man einfach nicht gerade in der Nähe haben. Also ich denke, ich greife diese Ding an, aber ich muss da irgendwie einen Schutz sein. Hey, die trampelt die ganze... Hey. Nervensäge. So, also erstmal. So, züchten. Trampelspuren sind am Boden. Hä, es gibt einfach Fleisch, wenn man züchtet. Okay. Also ein paar Sachen sind scheinbar richtig verbessert worden, oder? Schnelleres Gameplay, damit es natürlich ein bisschen mehr Hack and Slay ist. Hey. Es geht jetzt gerade nicht. Hey. So, das Fleisch mitnehmen. Also jetzt kümmern wir uns um einfach diese Ameisen.
Wo ist er jetzt hin? Wo ist die Riesenameise? Blöde Königin. Luftschiff, okay. Die ist wieder reingegangen scheinbar, also unbedingt vorbereiten. Okay, ich kann 3 beschwören. Da muss ich sowieso mit der Schaufel wieder. Oh. Okay, da. Boah, machen die auch etwas? Jetzt greifen wir. Man muss sie immer zuerst angreifen, weil sie noch nicht sozusagen ja, aggressiv sind. So, und du auch angreifen. Ihr seid irgendwelche, ja. Also scheinbar darf wirklich keine überleben, sonst machen sie direkt einen neuen Bau. Also, der Kammerjäger Drago muss es noch lernen, aber ist schon mal gut. So, jetzt muss ich aber hier auch schauen, dass es keins mehr gibt. Oh, jetzt kommt Wasser rein hier. Das ist ein bisschen nervig. Also ich weiß, dass diese Mod, ja okay, das ist zu viel, mit den Tieren schon ein bisschen nerven kann. Ich hoffe, die Möwen sind nicht drin, die alles klauen, aber also das Essen klauen aus der Taskbar. Aber dann tun wir das einfach immer wieder herholen. Was soll ich jetzt machen? Das Wasser tut mich so wegströmen. Hey, Zombie! So, wunderbar. Also jetzt sollte eigentlich kein... Ja genau, sterbt mal. Nest mehr kommen. Auf in der Nähe. Ja, ja, ich weiß es. Kolibri züchten. Essen die Weizenkörner oder so? Nö. Und der ist... Vergiften scheinbar. Okay. Lesser Root. Ein neues Geschenk bekommen. So, dann die normalen. Die kann man nicht rechtsklicken. So. Gut. Und hier muss ich eigentlich irgendwas pflanzen. Wo haben wir denn die Hacke? Schlafen wir jetzt noch. So. Und dann können wir schön in den Turm jetzt gehen. Und den Pillagers mal sagen, wo der Drago wohnt. Gut. Die können auch unique werden. Lol. Also die können rare werden. Also dann mache ich mal den Kaktus hier. Vielleicht wächst er auch größer. So. Erde. Können wir eben nicht tragen, diese Totems. Stock können wir auch hier lassen. So, das reicht mal. Und jetzt... Bräuchten wir eigentlich nichts mehr mitzunehmen. Gut, was ist eigentlich mit den Bananen? Können wir die irgendwie... Die kommen einfach random Drops aus dem Tropenbaum. Gut, also den Kühen geht's gut, dem Kleinen geht's auch gut. So, ah ja, ich wollte noch kurz den Garten. Stimmt. So, also irgendwas anpflanzen. Ich würde eher Weizenkörner mehr nehmen. Und irgendwann dann Gisserkraut noch. So, dann ist hier auch noch etwas. Und ja, den Garten können wir dann noch größer machen. Gut. Also, zuerst einmal das Boot noch rausholen. Wir können irgendwo ein Tier holen, ein Pferd oder so. Die anderen lassen sich ja nicht gut reiten. Außer es gibt neue Tiere. Ich hoffe, es gibt Kängurus. Sind immer sehr spannend und lustig. Okay, wir haben zuerst einmal einen Keller, einen Dungeon oder so. Wie viel können wir, Max? Okay, nein, ich habe zu wenig Mana. Was ist Maximum Zombies, die man beschwören kann?
Wahrscheinlich schon ein paar, weil man ja, das sind einfach die ersten Minions und ja, noch schwach. Also ja, so schwach sind sie nicht. Hilfsgeister. Wo sind die anderen? Da sind sie. Das ist praktisch. Also, ich fühle mich schon wie ein Sammler. Das ist ziemlich geil. Ein Kriegsspeer. Geil. Also die Hilfsgeister lasse ich noch drinnen. Den Kaktus nehme ich noch mit. Zwei, aber lassen einen. Und hier unten ist nichts. Also es sind einfach so Fundamente, oder? Die ist eigentlich ja nur als. Ja, es gibt sie schon mehr. Also ja. Ist einfach brauner Posten, Holz und Stein. Und jetzt gibt es auch so Wüstenmäßer-Sachen. Hier ist eine Rune, glaube ich. Ja. Die gibt, ja, Energy Regen. Also das ist das Mana. Und Ausweichchance. Je nachdem, wo man sie hinsockelt. Eine Armbrust und eine Zwiebelkiste. Eine zweite Zwiebelkiste. Flachs. Okay, cool. Geil. So, also. Das hätten wir erledigt. Jetzt gehen wir wieder raus. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen gelevelt. Ah, da haben wir noch ein Dorf. Sehr unsichtbar. Da haben wir irgend so einen spitzen Berg. Und da haben wir einen Nadelwald. Sehr schön. Da ist noch ein Pillager. Aber haben wir jetzt gerade diesen Ding da? Ich hoffe einfach, dass die nicht wieder neu spawnen oder so. Ja, genau, endlich mal schlagen, nicht, dass er schießt. Oder ich hoffe nicht, dass sie dich ständig hier spawnen. Aber ich glaube, jetzt wird da noch so ein Ding kommen. Ja, wir haben Exil. Okay, wir gehen noch nicht ins Dorf rein. Das sind sowieso irgendwelche Gefängnisse und so. Ich denke, das ist auch so ein Pillager-Dorf. Ja, zu diesem gehe ich jetzt nicht. Zu diesem. Gehen wir noch ein bisschen hier erkunden. Da haben wir noch einen. Wie man die verarschen kann. Sie schießen halt zu langsam, können sie mich nicht treffen. Was ist das hier? Pants! Yeah! Höschen. Kann die hier tragen? Kann die irgendwo hier tragen? Nö. Mana! Okay, Mana Cold Resistenz, sehr gut. Jo, Resistenzen sind wichtig. Gut. Als nächstes haben wir hier ein Loch. Was ist das hier? Ein Wurm. Ein Egel. Okay, wir sind vergiftet. Was hat gedacht? Oh, der macht aber sehr schnell Giftschaden. Oh, okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen auf diese Würmer. Sie eigentlich direkt angreifen. Nur man kann mit dem Stab halt nicht irgendwie ballern. Das ist das Problem. Und die Minions nicht angreifen. Ja, okay. Die züchten wir später. Ich weiß nicht, wie man sie anlockt und so. Und die auch. Das sind doch bessere Chickens, oder? Das sind Riesen-Chickens. Genau. Das sind, glaube ich, Emus. Ein Emu-Ei, ja. Das sind Emus. Ja, man kann es gar nicht lesen. Gut, was haben wir denn hier? Wieso bekommt ihr immer Schaden, wenn ihr spawnt? Oder? Ah! Der verkauft einen Pinsel. Verrottete Bretter. Nice. Okay. Aha. Ja, wir haben zu viel. Ich glaube, eine Armbrust, die kaputt ist, brauchen wir nicht. So, ja, das ist das Flugschiff. Jetzt tun wir hier nochmals ein bisschen Holz fällen, die Setzlinge mitnehmen von den kleinen Bäumen. Die großen sind wahrscheinlich die gleichen, also ja, wie es in Mega Tiger gibt. Ein Überfall. Wo? Da vorne beim Dorf noch. Überfall, Niederlage. Ist doch nicht schlimm. Ich bin ja sowieso weggegangen. Ah, wahrscheinlich. Gehört das Zelt oder so dazu? Ey.
Okay, was haben wir? Geweihkorallenblock. Kamazahnmückenlarven. Ja, nichts gut. Ja, gut. Bryce-Schlucht, cool. Also ich wollte hier noch Bäume fällen, genau. Ziemlich geil. Was alles so schnell passiert. Tolles Moped. Ja, jetzt habe ich wirklich keinen Platz mehr. Ja, diese Rassel kommen. So. Vor allem diese Seelen hier. Ah ja, ich habe ja ein Backpack. So, wie kann ich den anziehen? Ist es nicht so ein Ding, wo man den anziehen kann? Ja gut, lassen wir den einfach unten. Zum Beispiel eine Armbrust, ja genau die Sachen. So, wir haben Runen. Und der Krug. Ja, und das Banner. So, sehr gut. Dann haben wir wieder. Wir haben genügend Setzlinge. Ja, noch einen. Wenn wir lieber. So. Also wir brauchen einen besseren Wohnplatz. Wir brauchen ein Dorf zum ein bisschen handeln. Wo es Dorfbewohner hat. Ja, zum Beispiel am Spawn. Wir brauchen andere Biome noch. Und ja, die Kamele, die Trommel. Die Kängurus, die müssen wir halt dann auch holen. Ich weiß es nicht, Kängurufleisch vielleicht. Aber einfach so zum. Vielleicht kann man sie reiten. Das wäre ja cool. So, eine Wüste, ja, das weiß ich. Oh nein. Wieso greift ihr nie an? Gut. Ihr solltet eigentlich schon angreifen. Das sind böse Tiere, die greifen an. Okay, was ist das für ein Material dort? Granit, ja. Okay. Einfach so Granit. Ha, die Dolomiten. Okay, so ein Obelisk ist hier. Und da ist so ein Magierturm. Sollen wir es riskieren? Oh, eine geile Stadt. Mit Burg. Boah. Heftigste. Bin schon sehr, sehr motiviert. Gut, also haben wir noch einen Brunnen. Das ist eigentlich nicht so viel hier. Wir haben jetzt einfach kein Bett, das ist nicht so schlimm. Wir haben die Summons. Gut, wir können immer wieder beschwören. Wir haben gut Mana. Jo, Mana müssen wir natürlich auch immer holen. Und ich möchte noch kurz wissen. Oh, da gibt es ganz viele Dinge. Gefängnisse. Wir jetzt noch wissen, was man da noch summonen kann. Aber das ist der falsche. Jetzt sind wir einfach beim Falschen. So. Können die zurück? Ich muss irgendwie so einen Zauber, der ein Geschoss schießt, lernen. Ja, aber dann kann man ja nicht gut wechseln. Vielleicht doch irgendwie. Oh, das Skelettens können wir noch. Die sind Fernkämpfer. Eine Horde Skeletten sogar. Okay, wir müssen unbedingt noch ein bisschen stärken uns. Da bekommen wir was über. Aber greifen. Oh, die greifen an. So, ja, genau. Die greifen jetzt heftigst an. Okay, einer ist gestorben, ein Zombie. Das ist nicht so gut. Ja, einer ist wieder erledigt worden. Okay, wir haben immer noch ein bisschen zu wenig. Aber wir haben eine gute Chance, wenn wir einfach die Zombies gut spawnen. Ja, easy. Ey, die sind stark. Ja, wir haben sie gut gelevelt. Das ist schon mal positiv. So. Aber wir müssen halt immer wieder sie beschwören, sonst. Ja. Okay, wollen wir ein bisschen leveln hier noch? Kurz warten. Ah, die greifen jetzt gerade einen hinten dran an. Ja, gut, dass die uns nicht auf uns schießen. Die machen so viel Schaden. Noch nicht.
nicht gut equipped sind. So, nochmal so ein Zombie. Ja, ich will ein bisschen Erfahrung sammeln. Ist sehr wichtig. Gut. Also, dann gehen wir wieder. Und kommen noch mehr. Mist. Ja, es ist schwer. Also man muss schon ein bisschen kämpfen. Es sind da viele Pillager hier in der Nähe. Das macht es umso schwerer. So, können wir ein bisschen Knochenmehl dann herstellen. Ja, wir bekommen sehr viel Loot über. Den kann ich ja hier equippen. Ja. Okay, jetzt sind gerade wieder keine Minz und ich habe keinen Mana. Nein, ich muss hier. Okay, ich muss leider dann. So, den Stab immer equippen. Aber gut, wir bekommen sehr viele Waffen über scheinbar. Oh, eine Hexe oder was ist? Ja, eine Hexe. Okay. Okay. Zwei große Hexen. Gut. Was haben wir hier? Schon wieder alles voll. Also es kommen sehr viele Monster. Da müssen wir ein bisschen schauen. Okay, wir brauchen Stärke scheinbar oder so. Nicht so viel Stärke durch Items. So, was drin hier? Ja, da können wir nicht tragen. Level 7. Dafür hat er Magic Find drauf. Sehr gut. Okay. Gut. Dann los. Das nach diesem Muncher. Ich weiß nicht genau, was die machen. Die töten, glaube ich, Küken. Okay, also Hühner. Die werden töten. Ja, das ist jetzt nicht gerade so gut. Da ist jetzt so ein riesen Käferteil. Okay, das ist ein bisschen gefährlich gerade. Also hier ist es auf jeden Fall gefährlicher. Da müssen wir aber ein bisschen aufpassen. So, jetzt greift ihn an. Männer, wenn die nur ein bisschen mehr durchhalten würden. Ja, ich muss jetzt unbedingt leveln. Vielleicht kurz einbauen oder so. Jo, und die sind halt immer auch magisch oder rare. Das macht sie umso stärker, die Gegner. Aber so kann man gut leveln. Ich bin froh, dass ich wirklich Summoner genommen habe. Ein bisschen, ja, besser sind. Der ist irgendwie am Leuchten. Okay. Das ist cool, dass die fliegen kurz und dann irgendwie etwas ein Blitz. Ja, das ist ziemlich cool. Aber jetzt habe ich wieder langsam ein Problem. Ich muss halt schauen, dass die nicht so schnell sterben, oder? Ja. Ich glaube, das ist langsam ein bisschen zu schwer hier. Nein, jetzt sind wir vergiftet. Nein, wir sind einmal noch Schaden bekommen. Okay. Was ist da oben? Ah, das sind die Lebensenergien. Oh, was ist das gewesen? Blitz oder so? Bekommen langsam ein bisschen viel Schaden über. Ich kann irgendwie nicht mehr rennen. Boah, ist das heftig schwer. Okay. Was können wir machen? Hier einfach die Minions beschwören. Ja, die haben so eine Reichweite, wo sie uns sehen. Was ist das? So ein Riesenskelett oder so? Lol. Okay, hier sind wir ein bisschen geschützt. Da ist aber ein Wirbelwind und da ist auch ein Skelett. Boah, was wir für... Nein, Creep. Okay, wie machen wir jetzt das? Ja, toll. Boah, das ist ein OP-Gegner mit dem Wirbelwind. Heftigst. Also auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen zurückziehen. Unter Wasser bleiben. Ja, noch ein paar Items einsammeln. Okay, es geht ja relativ mit dem Lebensenergie bekommen. Ja, dieses eine Skelett, das ist sehr OP.
Es trifft uns auch immer unter Wasser. Nein, wir haben jetzt gerade wenig Luft. Ja, nicht sterben, nicht sterben. Hey, du, es reicht. Okay, wir haben zu blöd. Also sicher sind wir nicht, aber sonst müssen wir uns kurz einbauen. Oh, wie viele Items ich habe, die ich nicht gebrauchen kann. Gerade sind wir noch sicher. Auge des Sturms. Was heißt das? Haben wir den Boss besiegt? Beginne einen Gaste an einem stürmischen Tag in der Wüste. Okay, ist stürmisch? Ist doch nicht stürmisch. Habe ich das Skelett jetzt besiegt oder ist es weggelaufen? Also einfach mal kurz genesen, gell? Kurz ein bisschen warten. Da ist der Cluster. Okay, kann ich dich irgendwie. Oh. Okay, es ist tot. Gut, also man muss es eigen angreifen. Die Zombie machen nur Blödsinn. Die Zombies, die sind so blöd. Ja, geht lieber nicht zu der Spinne. Wir müssen wieder heimkehren. Da haben wir Wüstenzombies, okay. So. Also. Greift den doch an. Okay, gut. Ja, wir haben wieder viel zu viel. Oh, das ist gerade ein bisschen blöd. Man kann es irgendwie ausstellen. Aber ich weiß jetzt nicht genau wo. Hey, ihr Zombies. Hey, geht weg. Ihr Zombies werdet einfach wieder zu schnell dann. So. Also nochmal. Wir bleiben mal hier unten. So, nochmals. Ich brauche auch mehr Leben. Samenhelf ist auch gut. Also Stärke ist gut. Und Dexterity ist nicht so wichtig. Also, ich brauche mal die Talentpunkte in Minion Life. Ah, ich habe noch keine. Ich habe so viel gekämpft, aber habe scheinbar noch keine irgendwie gesammelt. Klassen hier. Haben wir auch noch keine. Okay, es geht jetzt wieder ein bisschen länger. Aber okay. Dann können wir ja langsam zurückgehen. Da ist auch noch so ein Wirbelwind. Und das sind die Flachspflanzen, oder? Ja. Zuckerrohr habe ich, glaube ich, noch nicht mitgenommen. Dort ist ein Kamin, dort ist ein Obelisken. Jo. Kaktus habe ich dabei genommen. So. Wirklich tollen actiongeladenen Part schon mal. Also probieren wir nochmals den Gegner zu machen. So, easy. Und er droppt Sand. Okay. Also Dripstone brauchen wir. Können wir gut hier runter. Nicht so gut, aber wir können ja mal mit dem Wasser runtergehen. Ja. Schön Dripstone für den Ofen, Lava generieren. So. Da haben wir irgendwie so einen komischen Enderman. Ich sollte jetzt lieber nicht beschwören, sonst locke ich da wieder Monster an. In Mengen. Ja, kommen. Sie kommen. Sie kommen, um uns zu holen. Dafür müssen sie aber stärker sein. Okay. Also, ich brauche ja noch ein bisschen. Wieder nach oben. Ein bisschen mehr noch. Bisschen Kohle noch. Oh, hey. Gottchen, wie schnell stark die sind. Schnell da sind. Und wie meine Samen einfach so mega schnell wieder weg sind. Ja, ich habe keine Chance. Ich habe nicht mal gesehen.
Ah, okay, gut. Wir sind wieder da. Wir machen das nächste Mal weiter. Ich habe natürlich Keep Inventory für den Anfang an. Ist natürlich sehr schwer. Ich habe es ja auch getestet. Ich bin ja mehrmals im Ozean gespawnt durch irgendwelche blöden Dörfer. Man spawnt halt immer an Dörfer. Und das macht alles ein bisschen schwieriger für den Anfang. So gut reinkommen. Keep Inventory an. Und ja, es ist ja auch schwer, wenn man halt dann gute Items hat und so. Dann möchte man die Items natürlich nicht verlieren. Ja, und in Minecraft glitschen immer welche Items durch den Boden durch oder werden, ja, gehen kaputt, oder? Ist nicht so gut. Also, ja, ich schaue, dass ich so wenig wie möglich sterbe. Und, genau. Da auch nicht gerade so viel Probleme habe. Aber jetzt bin ich aus Versehen gestorben, weil ich einfach nicht mich konzentrieren konnte auf den Gegner. Ihn nicht gesehen habe, der war so links im Bild. Ja. So bekomme ich hier keine Samen über. Na gut. Wie es denn aussieht, wenn man irgendwo balancieren muss, wie die Zombies, die tun mich ja immer auf die Seite schieben. Keine Ahnung. Also, wir brauchen mehr Weizen. Die pflanzen wir mal an. So, Kakteen haben wir auch hier gehabt. Das hätten wir nicht mitnehmen müssen. Und wo ist der Weizen? Okay, da oben. So. Also unbedingt Kühe. Ich mache jetzt mal wieder die Wahrscheinlichkeit auf eine andere Kuh. Auf eine neue vielleicht auch. Was ist das für eine Kuh? Hallo. Okay, jetzt diesmal ist es eine helle. Jo, sehr schön. Und wir schauen mal, ob noch andere Kühe in der Nähe sind. Genau. Könnten auch immer irgendwie in den Untergrund. Das Wasser. Dunkles Wasser. Okay, hier ist wieder so eine Ameise. Alle töten, bevor sie Eier legen. Sind leider sehr viele. Also der Tiermod, der ist ein bisschen übertrieben, so vom. Nerven. So, Zombies. Wo ist er jetzt? Ist sie kaputt gegangen? Ist sie schon gestorben? Okay, immer diese Sachen kaputt machen. Nein, noch. So, haben wir hier oben irgendwo das Nest? Hä? Alles im Untergrund? Wo ist dieser Eingang? Okay, scheint ein größer zu sein. Aber wenn die sich so ausbreiten und immer unsere Blätter essen, ist nicht so gut. Sie brauchen wirklich lange, glaube ich. Aber lieber nicht, oder? Also ich weiß nicht, so 5 oder 10 Mal holen und dann sind sie weg. Ist ein bisschen schwer. Nehme ich kurz mal die mit, aber wir sie, glaube ich, haben. Dann schauen wir mal noch in die Richtung, ob irgendwo. Ist es auch so eine Kammer dort? Brauner Turm? Vielleicht eine Termitenkammer auch. Hier gibt es irgendwelche Glühwürmchen. Und hier ist so ein Post. Also es zeigt an, wo ein Dorf ist, aber das Dorf haben wir schon gefunden. Dies ist der Weg. 500 BL. BL heißt wahrscheinlich irgendwas anderes. Hier haben wir einen Huhn. Können wir irgendwie Eier gerade? Da ist ein Ei, aber die Wahrscheinlichkeit ist klein. Lassen wir das mal. Vielleicht auch das Huhn einfach anlocken. Okay, hier haben wir also wieder. So. Ist das da? Der Bau? Sieht so aus, als würden. Das ist doch kein Bau, das ist nur so ein Stein, Granithügel.
Granitklotz. Dort sind wir gestorben, okay. Können wir auch wieder wegnehmen, weil wir die Punkte eigentlich nicht brauchen. So. Und da ist er. Okay. Unsere Beschäftigung momentan. Aber diese Hügel, oh, immer mit der Spitzhacke mal. So. Das ist halt jetzt einfach unsere kurze Beschäftigung. Es wird wahrscheinlich nicht viele geben, die so nah sind, dass man sagen würde, ja, wir wollen es nicht in der Nähe von der Base haben. Da ist der große Ding. So. Ja, bitte. Übertreibt es nicht. Also ich denke, die braucht man nicht mehr so lange, bis wir dann die Skelette haben. Weil die sind einfach zu schnell und nerven ein bisschen. Aber ich kann mich ja auch umskillen. Also wenn es jetzt wirklich Game-Breaking ist, wenn wir zu viel sterben oder so. Nein, nicht dein Ernst. Nochmal so ein Hügel, ey. Oh, Alex Mops ist wirklich der schlechteste Animal-Mod. Aber einer, der halt geupdatet wird. Die sollen das nur ein bisschen weniger nervig machen. Dann ist er auch ziemlich gut. So, hier haben wir Schweine. Ist halt auch ein bisschen weit, Gazellen. Ich denke, jetzt momentan brauchen wir nur Kühe zum Nahrung haben. Jo, und dem ich suche immer noch einen Main-Colonies-Standpunkt. Okay, also gehen wir wieder zurück. Das ist auch ein Mancher. Zwei Mancher. Das könnte ich gebrauchen. Ich tue mal ein paar Blumen mitnehmen, falls wir Bienen. Mr. Flower has risen to Mythic. Okay. Okay, eine Larve. Weil die könnten eventuell neue Bauten machen. Das ist halt schon ziemlich heftigst. Also brauchen wir, ja, die Setzlinge gibt es ja nicht. Die müssen wir aus diesen Salés machen. Aber ich möchte gerne mich hier runtergraben. Zuerst aber mal noch die Blumen hier. So. Graben wir uns kurz mal hier runter. Diesen Sandfarmen auch. Das reicht. Ein Lapis-Lazuli-Block. Ja. Mehrere von diesen Erzen. Schön. Ja, der Part ist leider auch schon wieder lange. Also ich tue mich jetzt einfach hier mal irgendwo hinstellen. So. Gut. Also, bis das nächste Mal. Und ja, Dankeschön fürs Zusehen, für die Unterstützung und so. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss!